Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Moser Schröder und ich bin gerade mit dem frischen Kalk hier angekommen am Feld. Und wie wir sehen, es war noch nicht gekalkt, aber es gemulcht. Und deswegen, ja, kalken wir jetzt mal hier schnell drüber, damit das auch gut was wird. Und wir hier dann dementsprechend auch fertig sind. Und dann ist das Kalken für diesen Monat abgeschlossen. Im nächsten Monat wieder. Hm, naja, so ist es halt. So, dann haben wir das nämlich hier auch fertig. Und dann können wir dann getrost die Zwischenfrucht überall reinbringen und dann auch diesen Punkt auf unserer Liste abhaken als erledigt. Oh, da habe ich schon wieder... Bin ein bisschen schief gefahren, okay. Nüchen, na Nüchen. Ich habe auch nichts getrunken. Na gut, ja... Ich habe nochmal so drüber nachgedacht, BGA-technisch und ähnliches und woher Geld kriegen, wenn ich stehle, ne? Kann man stehlen eigentlich? Ich glaube nicht. Aber es wird sich dann darauf hinauslaufen, dass wir da wirklich dann Aufträge erledigen müssen, Sachen verkaufen und wenn das Geld da ist, dann wird es halt gekauft, aber dann auch wirklich, sage ich mal, zu einem Zeitpunkt, wo ich sagen kann, wenn ich den Kredit dafür aufnehme, dass ich im nächsten Monat auch durchaus noch theoretisch zahlungsfähig bin, damit ich mehr Saatgut und ähnliches kaufen kann, weil das muss man immer berücksichtigen. Und dass ich meine Maschinen tanken kann. Also wir dürfen uns nicht ganz auf Null runterspielen. Und meine persönliche Schmerzgrenze beim Kredit ist ja die Million. Auch wenn mittlerweile vom Spiel theoretisch uns ein Kreditrahmen von knapp 2 Millionen gewährleistet wird. Was ist denn das hier mit meinem Schiefgefahren heute? Junge, es ist ja wirklich Schlangenlinie. Wenn du das im Straßenverkehr machst, ruft einer die Polizei und sagt hier, guck mal, was ist denn? Ja, was ist denn das? Drehchinesen und Kontrabass? Nee, Drehchinesen und Kontrabass. Darf man das überhaupt mal singen? Das könnte auch schwierig sein. Ich brauche doch mal das mit dem, um zu lernen, welche Selbstlaute sind, ne? Mitlaute? Nee, Mitlaute? Wie waren das hier? Vokale und Konsonanten? Was davon passt, das weiß ich auch noch nicht. Das hat sich mir einfach nicht eingeprägt. Aber das war damals mal so ein Lernlied, so, wo du dann alle ersetzen konntest und dann, ne, also Dreu, Scheu, Neusen und sonst schon Blödsinn alles. Also mit Eu ging das auch und Ü und U, Ö und Ü. So. Üchinüsen. Naja. Blödsinn. Einfach nicht mehr drüber nachdenken. Ich komme aus einer Jugend, da war das alles noch nicht so, sag ich mal, aufgeklärt, was das angeht. Manchmal ist das wirklich schlimm und schrecklich, aber also da hat sich wirklich in der letzten Zeit wirklich sehr, 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 sehr viel zum Guten geändert, würde ich sagen. Aber gut, das ist ein anderes Thema, ne? Das, eigentlich, das gehört nicht zum Spielen. Also man sollte sich natürlich, wenn man im Multiplayer unterwegs ist, ne, an bestimmten Konventionen halten und so weiter, ne, und da nicht ausfallen werden oder ähnliches. Aber wir jetzt hier im LS... Wir kümmern uns um Steckrüben. Nee, Steckrüben sehen wir aus, glaube ich. Das ist ja nicht Ölrettich. Ist das so eine Steckrübenart? Könnte sein, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich Ölrettich. Doch, Ölrettich habe ich schon mal live gesehen. Ich glaube, das haben die bei uns auch mal eingepflanzt. Aber die machen auch häufig Luzerne als Zwischenfrucht, wenn ich mich da sozusagen mal irgendwie dran erinnere, was ich da so auf unseren Feldern in meiner Heimat immer gesehen habe. Ich meine, dass sie da auch Luzerne genommen haben. Als Zwischenfrucht und das sogar einmal abgemäht haben, glaube ich. Aber da bin ich mir gar nicht sicher. Gott, das ist auch so lange her. Ich könnte eigentlich, theoretisch müsste ich es wirklich mal machen. Ich müsste mich nochmal mit einem Kumpel von früher auseinandersetzen. Der Kumpel ist auch weit hergeholt, aber einen, den ich kenne von früher noch. Einfach mal quatschen über Landwirtschaft und landwirtschaftliche ähnliche Dinge und sowas. Also der auch Landwirtschaft betreibt. Ich glaube, er ist sogar stellvertretender Leiter der Genossenschaft geworden mittlerweile. Also der hat da schon ein bisschen was erreicht, auch in dem Bereich. Und glaube ich, versteht auch was von seinem Handwerk. Hat er nicht immer gegeben. Das sieht gut aus. So, dann wollen wir mal hier, ne? Hin und her, bis das Feld fertig ist. Gar nicht so klein hier, ne? Unser schön zusammengemähtes. Da der Streifen hat schon, der ist glaube ich überdüngt, ne? Sieht bald so aus. Oder ist der unbekannt vom Zustand her? Würden der jetzt für eine Farbe kriegen?
Sehen wir nicht. Na gut, da haben wir also einen Streifen, wo der Weg war. Da ist irgendwas, glaube ich, überdüngt. Ich meine nämlich, dass das trotzdem auf den Bereichen, da wo du drüber fährst, auch wenn es kein Kalk kostet, trotzdem das Überfahren mit immer wieder Kalk, denn... Okay, jetzt haben wir eine kleine Ecke. Na gut. Das soll uns nicht stören. Und dass der Weg dann immer generell eigentlich überdüngt ist. Wenn wir Wege unterkühlen. Also mit... Nicht unterkühlen, sondern mit einflügen. Da hinten kommt noch der Weg da eingeflügt. Also das wird hier auch mal eine Fläche werden, glaube ich. Die kleinen zwei Ecken, die werde ich einmal mit dazu nehmen. Wir könnten noch die Ecke kaufen hier oder mieten und dann die BGA. Na, mieten und dann die BGA draufstellen wird schwierig. Aber hier die BGA hinstellen, ne? Da steht es eigentlich schön zentral. Da hinten haben wir uns ja eigentlich einen Bauplatz gekauft. Da geht doch die BGA hin. Ich meine, es kommt ja eh nur noch, glaube ich, eine weitere Näherei dazu, also eine Spinnerei. Die will ich unbedingt noch haben, damit ich mehr Stoff habe. Und theoretisch müsste ich, glaube ich, 3 zu 2 machen, ne? Also noch 2 Spinnereien und eine Klamottenwerk, damit denn meine ganzen Stoffe sozusagen dann noch zu Klamotten werden und ich dann da volle Auslastung habe und dann noch 3 große Schaufstelle dazu. Aber dann komme ich irgendwann mit dem Dings nicht mehr hinterher. Nur müssen wir gucken. Das ist ja nachher Gewinnoptimierung. Ich weiß gar nicht, ob man das nachher so ein bisschen als Manager spielen kann. Wenn man hier wirklich die ganze Karte besitzt und ähnliches, dass man dann bloß so ein paar Fahrten macht selber, aber die meiste Zeit nur Helfer durch die Gegend eiern lässt und so. Ich denke, das könnte ganz gut funktionieren, dass man das machen kann. Dann muss man bloß die Technik zurechtstellen, ne? Gibt ja auch diese Farm-Manager-Spiele. Haben wir auch schon auf dem Kanal gehabt. Wo man halt die Feldflächen festlegt und dann einfach bloß Leute hinschickt und die müssen den Trecker nehmen und das Werkzeug nehmen und sonst irgendwas und so. Das könnte man, also theoretisch, wenn wir die ganze Karte haben, könnten wir es wirklich als Manager dann spielen und uns dann ein bisschen Geld um und durch verdienen. Und dann, wenn wir die ganze Karte schon haben, dann wissen wir auch nicht mehr, wofür wir das Geld noch brauchen. Ne? Und die Frage ist, wie weit kommen wir da hin? Ich habe neulich einen Kommentar unter, was war das, letzte Woche? Also für uns, für euch letzte Woche, für mich jetzt gerade gestern. Unter meinem Factorio-Video, du spielst das ja schon seit 3 Jahren, ja. Ja. Wir werden dieses Spiel hier auch 3 Jahre spielen, denke ich mal. Also zumindest ist mein Ziel. Wenn ich nicht zwischendurch so gänzlich die Lust verliere dran. Gab schon mal so Momente, wo ich ja weniger Bock auf LS hatte, aber mittlerweile passt schon ganz gut so. Und eigentlich habe ich auch vor, bis zum nächsten LS quasi auf dieser Karte hier zu spielen. Und Ziel ist es wirklich alles zu besitzen am Ende. Wir müssen irgendwann ja jetzt einen Punkt erreichen, wo wir jedes Jahr so viel Geld machen, dass wir immer größere Parzellen dazu kaufen können. Und dann müssen wir uns wirklich dann überlegen, dass wir dann ein paar Sachen mit dem Händler machen und einen Traktor dazu kaufen und, aber... Oder mehrere Traktoren haben, dass dann mehrere Sachen gleichzeitig hier erledigt werden können. Und wenn wir dann Helfer haben, dann sollte das ja auch ganz gut gehen. Das Problem bei den Helfern ist ja immer, dass die manchmal die... mit diesen Buschreihen da Probleme haben, ne? Mit solchen, wo Feldern da Gräben sind und Bäume und sowas, da rammeln die sich gerne mal fest. Da bist du ja mehr damit beschäftigt, die aus dem Büschen rauszufahren, aber das könnte man alles, also wäre alles möglich, ne? Und der Helfer kann nichts kaputt fahren, wenn ich das richtig weiß. Also egal, was er so treibt und so mit den Maschinen. Das wäre dann so Late-Game-Content, dass wir uns dann bloß noch um die Schweine, Tiere kümmern, dass wir die Tiere füttern und sowas, alles, was Helfer nicht machen können. Stroh einsammeln, solche Sachen. Was kann ich, kann ein Helfer Stroh einsammeln? Das habe ich noch nicht ausprobiert. So. Ist zumindest auch eines der Ziele, was ich mit dem Spiel mal probieren möchte, ob das geht denn so, dass man das als wirklich als Manager spielt, von oben ab herab. Und dann halt eben den Monat immer überskippt einfach. Das kann man ja dann, ne, wenn die Helfer mit einem fertig sind. Also man selber natürlich Aufträge macht und solange wie die Helfer dann noch arbeiten, kann man ja auch selber ein bisschen bei der Feldarbeit mithelfen. Aber im Groben und Ganzen dann wirklich so viel wie möglich versucht parallel zu machen mit den Maschinen, die man hat. Also wir hätten jetzt so die Möglichkeit immer, dass eine andere Maschine schon jetzt aussieht, ne? Dass jetzt die Zwischenfrucht schon von einem Helfer ausgesät wird. Da wir aber nur eine Sämaschine haben und wenn dann ein Auftrag fertig ist und wir dann die mit der Maschine nichts mehr machen könnten. Oh, weiß nicht, ob er den Streifen da erkennt da nachher. Aber werden wir sehen. Da fahren wir nochmal runter. Also, ja. Ne?
dann ist natürlich wieder die Sache, brauchst du eine zweite Seemaschine oder musst du eine andere Arbeit noch haben, die du nebenbei machst. Oder wir machen Aufträge und der Helfer macht unser Feld. Was dann natürlich, sag ich mal, vom Geld her nicht so umso gut ist, aber wir dann beschäftigt sind. Oder zumindest, ja, ausprobieren müssen wir es mal. Ich nehme hier mal eine Schleife. Ah, die Streifen erkennt er da, okay. Kommen wir hier drauf runter. Sehr gut, macht er. Gudi. Aber nicht überall, siehst du es? Hier, erkennt er nicht. Aber scheint per, also es scheint zu stimmen überall hier, ne? Er will einfach nur nicht auswerfen hier. Na gut, dann ist das so. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Dann haben wir das nämlich hier auch fertig. Und dann geht's los mit der Zwischenfrucht. So. Schön. Oh, jetzt kommt der Zug. Na Mensch, da sind wir ja gerade noch rübergekommen. Sehr gut. Ja, also gut. Ich denke, wenn wir jetzt die Zwischenfrucht, wenn wir nachher ernten und sonst irgendwas, da könnte man theoretisch schon den zweiten mit einem Flug losschicken, also einen Helfer losschicken und alles, was die Zwischenfrucht hat, den ernten, umprobern lassen und so, ne? Also solche Sachen gehen da ja schon. Diesen Monat muss ich nichts aussehen, ne? Nächsten Monat ist erst der Raps dran, glaube ich. Irgendwas war nächsten Monat dran. Oder war diesen Monat was dran? Nee, nächsten Monat ist erst was dran. Ah, gucke ich auch nochmal nach. Nicht, dass ich jetzt dann die Aussaat von irgendwas verpenne, das wäre natürlich schade. Das würde unseren Plan natürlich dann zunichte machen. Gut, wir werden jetzt erstmal die Milch wegtransportieren, weil wir haben jetzt eine Mittagszeit, ne? Um Mittagszeit wird die Milch transportiert, damit die schön einmal aufgewärmt wird im Kessel. Ultra hoch erhitzt. Und dann werden wir noch die Fahrt mit den anderen Sachen machen. Und dann werden wir hier die Eier noch alle einsammeln. Zumindest, naja gut, da ist ja noch Platz, wenn die letzte Palette angefangen wird, dann kann ich ja die 5 Paletten nochmal wegholen und nochmal 10 Paletten. Eier, das ist natürlich auch gut. Wir müssen mal gucken, wann Eier den höchsten Verkaufspreis hatten. Das könnte auch so in der Nähe liegen. Und ich wollte immer noch mal gucken, ob Mischfutteration sich lohnt, so zu produzieren, dass wir die verkaufen, ne? Dass wir nochmal einen Anhänger einfach mal von verkaufen können oder so. Wollte ich immer mal nachgucken. Also es müsste sich sicher lohnen. Liegt da diese blöde Spitze, die habe ich da so blöd hingetragen, ne? Fahren, na gut. Bin dran vorbei, oder? Ja. So, was haben wir dann? 4456 Liter Milch, sehr schön. Danke, liebe Kühe. Ich glaube, 4500 Liter pro Tag sind drin, dort. Wenn alle Kühe voll produzieren. Ja, bei 45 Kühen, die da reinpassen. 100 Liter pro Kuh. Pro Tag. Sieht nach einer guten Zahl aus, ne? Das ist die Frage, ob da jetzt mit unserem Kraftfutter, ob wir denn noch mehr rauskriegen oder nicht. Soll ja eigentlich. Deswegen mache ich es ja auch mit rein. So. Müsste auch theoretisch, weil wir mehr eine Kuh nicht, ne? So, dann fahren wir hier mal rum. Laden hier die Milch ab und dann gucken wir mal, wie viel Milch ist hier drin in dem Kabuff. Dann können wir nämlich die Butterproduktion mit anmachen, glaube ich. Ja, die können wir definitiv mit anmachen. So, Produktion verwalten Milch, genau. Und zwar möchte ich hier ganz gerne die Butterproduktion mit aktivieren, damit wir noch ein bisschen Butter mit rauskriegen. Dann geht die Milch ein bisschen runter, aber wir haben Butter für unsere Bäckerei. Wir gucken nochmal ganz kurz bei der Bäckerei. Da ist jetzt Butter demnächst auch fällig. Gut. Und Mehl ist dann auch mal wieder irgendwann fällig. Da können wir auch mal wieder eine Tour machen. Aber da habe ich ja erst 12.000 hingebracht. Die Tour haben wir im letzten Monat ja mal gemacht. Oder habe ich im letzten Monat gemacht. Da war ich nicht dabei. Ne? Nee. So, gut. Dann werden wir uns jetzt ins Auto schmeißen. Und mit dem Autohänger Wolle durch die Gegend fahren und Tuch holen. Genau, die Tour machen wir heute noch einmal. Dann haben wir das ja lang mal wieder die Wolltour.
Das ist aber schon eine ganze Weile nicht her, wo ich dieses letzte Mal gemacht habe. Also es müssten so 3.000 bis 4.000 Liter Wolle da hinten wegkommen oder Tuch. Und dann kann nämlich unsere Produktion hier schon mal richtig loslegen. Diese Ecke stört mich immer noch, dass ich das da kaputt gefahren habe. Aber was willst du machen, ne? Guck mal, ich schütze zwar Strafe nicht. So. Ja, und das Teil ist eigentlich auch verkaufenswert, ne? Die Hacke ist verkaufenswert und eigentlich auch... Ich weiß gar nicht, kann ich hier mit Gülle fahren? Hier mit drin? Ne, kann ich keine Gülle mitfahren. Gut. Also dann brauchen wir den Güllewagen, brauchen wir auf jeden Fall. Aber halt eben nicht so ein High-Techy-Teil da dran, ne? Das könnte man dann eigentlich verkaufen. So, na gut, aber jetzt haben wir es einmal gekauft. Was man so mal braucht. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt... Achso, Autofahren wollte ich jetzt sagen. Genau. Na, fahren Sie los? Die Taste schon rein hier, dann kommt auf der anderen Seite die Tastatur schon raus. So. Ja. Ich glaube, 6 kriege ich mit, ne? Davon. Und so viel sollten es ja ungefähr sein. Ich meine, hier oben vorhin 5 stehen habe sehen. Ja. So. Eins. Zwei. Nicht umkippen. 3. 4. 5. Aufladen. Machen. Und Attacke Appfett. Miau, miau, miau. So, das ist jetzt schon wieder gereicht. Das ist eine kurze Verschiebung dort, dass die Dinger jetzt wieder mehr wiegen. Wir haben 80 Kilo. 580 Kilo. Wie ich nicht hier vorne mehr? Muss es sein, was mehr wiegt? 84 Kilo? Hä? Das ist ja 40. Sind wir mal ganz kurz. Die alle Auflade. Sind sie alle 480 Kilo oder habt ihr doch das eine 580? Ne, jetzt sind sie alle 480 Kilo. Okay. Dann hat dieses einmal kurz gekippelt da schon wieder gereicht, dass das eine Ding das nicht mehr weiß, das ist reduziert. Aber es sind bloß 100 Kilo pro. Das ist okay. Warte mal, das geht ja noch 100 Kilo runter, aber es ging um 100 Kilo jetzt nur runter, ne? Darum brauchen, dass sich da nicht irgendwo verändert hat wieder. Wenn man das da bei diesem Mod immer wieder mal irgendwelchen Kram passiert, das haben wir ja noch auch schon festgestellt. Diese Brücke hier, die sorgt wahrscheinlich wieder, dass alles schwerer wird. Gucken wir mal, ne? Nachher beim Abladen. Wenn wir jetzt keinen groben Schnitzer reinfahren, ob die Dinger 580 Kilo wieder wiegen. Nun gut. Bleibt spannend. Aber dann bringen wir die Wolle mal zurück, dann haben wir wieder... Stoff, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Der Streifen, der ist, der wird ja als gekalkt gemeldet, ne? Also unten. Das ist immer dieses, auch wenn er beim Mähen manchmal, mir schon öfter mal passiert, dass ich, jetzt hat es auf jeden Fall irgendwas mit dem Gewicht getan. Weil der Hänger, der ist gerade derangiert. Okay. Er zieht auch nach links. Also, die Lenkung zieht ein bisschen nach links. Naja, gut. Aber da in der Straße ist sowieso irgendwie eine Lücke, das haben wir ja sowieso schon festgestellt.
Da macht der Hänger ja immer Sprünge. Auf der Rückfahrt wieder sehen, wenn ich dann da rumfahre, dass so der Hänger da immer hopst irgendwie. Keine Ahnung warum. Scheint der Straßenbauer ein bisschen die Hülle zu haben. So, dann fahren wir jetzt mal hier ran. So, und eigentlich haben wir uns bis auf die Brücke nicht viel zu Schulden kommen lassen, dass da ja irgendwo was jetzt schieflaufen kann. Vom Gewicht. Ich will aber jetzt einmal kurz kontrollieren, wie die Gewichte sind. Und wenn es mich richtig packt, dann tausche ich nochmal den ganzen Anhänger um. Und probiere den anderen Mat nochmal. So. Schauen wir mal. Einer wiegt wieder 580 nach vorne. Die beiden vorne wiegen 580. Ne? Wir haben irgendwie, weil über Kittel gefahren. So. Das ist irgendwie noch nicht ganz ausgereift. Das könnte man noch besser hinkriegen, aber gut. Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. So. Dann nehmen wir jetzt hier den Kameran mit. Ja, ja, Stoff wird doch nicht angenommen, ist mir klar. Das will ich auch nur aufladen. Stoff wird hier nicht angenommen. Ja. So, ich fahre jetzt mit dem Stoff zurück. Klingt auch falsch, aber und bringe damit die Produktion in der Klamottenindustrie wieder zu Gang. Und wir sehen uns dann, wenn ich zurück bin. Bis denn. Tschüss.